Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und ja, Leute, ich habe stundenlang probiert. Bin hier rumgereist wie so ein Blöder und dann ist mir irgendwas aufgefallen. Was könnte man jetzt machen, um die beiden gleich aussehen zu lassen? Ihr wusstet es wahrscheinlich schon, ich erst sehr spät. Na? Na, dann wollen wir die Ähnlichkeit mal herbeitricksen. Ja, komm. Bam! Yes! Hallöchen! Hallo, wir sind die... Die Incredible Llamas. Ich fass es nicht. Ihr habt es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Los, los, rein mit euch. Alle warten schon. Abgefahren. Die Incredible Llamas. Endlich mal live. Mist. Ich muss ja hier draußen Wache schieben und kann sie nicht sehen. Ist nicht so schlimm, wir spielen nicht wirklich. Und deshalb müssen wir alle Gegner unseres total demokratischen und wohlmeinenden Lama-Regimes, der großen, von uns anzubetenden Gottheit des liebevollen Lamas, opfern. Yeah, bravo! Lang lebe das liebevolle Lama! Lang lebe der weise und liebevolle Lama Fritz! Aber jetzt erstmal ein bisschen gute Laune-Musik zur Einstimmung! Yay! Rock'n'Roll! Das sollte sie ablenken. Scharf, Busch, ich komme! Oh, die gehen richtig ab, Leute. Die gehen richtig ab. Wo sind wir eigentlich? Da hinten. Hallo, Lama? Hallo, Lama? Okay, weiß nicht. Was? Hallo, liebes Kampflama. Es ist mir eine Freude, Ihre Grüße zu bekommen. Wirklich auf meine Lama. Okay, was muss ich denn jetzt tun? Das ist schon aus der Entfernung geheimnisvoll aus. Geheimnisse sind bestimmt wichtig. Auch wenn sie mich eigentlich nicht interessieren. Warte mal, hier haben wir eine Voodoo-Maske. Die stecke ich an. Wir haben ein Predigerbuch. Unnützes, arkanes Wissen. Danke, dass ihr dieses Höhle gekauft, geliehen oder zufällig in einer nützlichen Wurzelhöhle gefunden habt. Na, dann wollen wir. Oh Mann, diese Musik! Kapitel 1. Nach Postleitzahlen geordnete Voodoo-Zeichen für Regen. Mal schauen. Raute, Regen, Stern, Stern. Kleiner als 3,20 Euro. Das muss ich mir jetzt nicht alles merken, oder? Kapitel 2. Geheimnisse. Und wie man sie geheim hält. Geheimnisse hält man geheim, indem man sie geheim hält, du Depp. Ich muss mir das nochmal aufschreiben hier. Na, mal schauen. Raute, Regen, Stern. Kleiner als 3,20 Euro. Kleiner als 3,20 Euro. Kapitel 3. Richtig predigen. Suchen Sie sich eine hohle Götzenstatue, von der aus Sie zu den Leuten sprechen. Das schafft Eindruck, wirkt gut auf die Akustik und verschafft Ihrer Predigt den richtigen Nachdruck. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Auf Götzenstatuen sprechen, die andere Art des Brauchens. Leider vergriffen. Aber Sie werden das auch durchschaffen. Also, ich prangere das so hart an, wie schlecht Sie den Ton hier gemischt haben. Weil... Oh, ich kann doch nicht mal Escape drücken. Sehr interessant. Sehr interessant. Weil hier auf den Einstellungen ist die Atmo schon auf fast ganz unten. Wieso ist die Grafik eigentlich auf Mittel? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Gesamt ist alles so, aber Dialoge sind halt... Weißt du, es ist kacke. Ich bin gespannt. Aber gut, was soll man machen, ne? Was haben wir jetzt hier? Eine Voodoo-Maske? Da müssen wir irgendwie predigen und so. Die Götzenstatue ist irgendwie weg. Können wir mal hier hinlaufen? Wow, das sieht alles ein bisschen anders aus hier. Bernie, da bist du ja endlich. Ich wollte uns schon mit einem genialen Stunt à la She Majors befreien. Aber ohne dich klappt das halt nie. Wurde aber auch Zeit. Wo warst du denn die ganze Zeit? Hallo, Busch. Schön, dich zu sehen.
wenn du uns jetzt befreien könntest, Bandy. Ja, ja, was weiß man schon in dieser Welt? Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat mal ein kluger Mann gesagt. Sokrates? Ja, ich glaube auch, dass so ein Krater voller Lava nicht einfach zu überwinden ist. Bitte? Aber du könntest die Lava durch eine thermodynamische Reaktion unter Zuhilfenahme von kaltem Material, das eventuell einen flüssigen Aggregatzustand hat, härten. Wie war nochmal der Anfang des Satzes? Mit Wasser, oder was? Ich glaube, das ist eine Geheimtür. Ich bin noch zu weit weg, um was sehen zu können. Kommen wir da ran? Nein. Okay, kommen wir damit da ran? Das hast du nicht gerade mit. Hallo? Hallo? Das hast du. Hallo? Okay. Also wir müssen hier irgendwie Wasser durchfließen lassen. Da ist ein Mechanismus. Wir bräuchten eine Geheimknappe. Was? Wieso? Später vielleicht. Okay, später vielleicht. Obsidian-Tafel. Obsidian-Platte. Falls Platte. Du, lieber Spieler, genauso wenig weißt, was Obsidian ist, schau doch einfach in die Tafel. Ach, weißt du, ist mir jetzt eigentlich total egal. Was haben wir hier? Obsidian. Wir brauchen diese Götzenstatue irgendwie, ne? Kann das sein? Schrauben. Was wollen wir denn mit den Schrauben machen? Die stecke ich mal an. Okay. Das funktioniert. Das hast du nicht. Können wir die? Da schwitzt man fürchterlich drunter. Yeah, bravo! Lang lebe das liebe Feuerlama! Lang lebe der Weise! Lama Fritz geht ja voll ab. Okay, wie war das mit dem Predigen und so? Unnützes Ark. Danke, dass ich... Na, Kapitel 1. Beispiel Raute, Regen, Stern und kleiner als 3,20 Euro. Euro? Raute, Regen, Stern. Raute, Regen, Stern? Was soll denn das heißen? Kapitel 2. Geheimnisse. Kapitel. Suchen Sie sich eine hohle Götzenstatue, von der aus Sie zu den Leuten sprechen. Eindruck wirkt gut, ob mehr dazu finden Sie in dem Buch, was Götzenstatuen sprechen, die andere Art des Bauch. Sehr interessant. Ich sehe hier bloß keine Götzenstatue, ne? Beim letzten Mal war da noch ein Schalter. Warum hat man den nicht mehr? Komm, man hört dich gar nicht mehr, Bernd. Aber ihr habt's ja gelesen, ne? Kriege ich die Geheimklappe auf? Schrauben Hallo? Dagegen speisen. Das funktioniert so. Schrauben dagegen. Das hast du nicht gerade. Hallo? Können wir die anstupsen das vielleicht? Das funktioniert so. Das hast du. Kommen wir hier rüber? Oh yes. Oh shit. Was ist hier denn los? Ach, was ist das denn? Ach, das sind irgendwelche Zeichen. Guck mal. Kommen wir da hin? Ach, guck mal, Rain. Raute, Regen, Stern. Glyphe. Können wir uns die angucken? Ich sehe es nicht richtig. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Du stehst doch genau dran. Ich sehe es nicht. Zeichen, ich müsste... Hä? Alter, wir stehen genau davor. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht richtig. Eine Lama-Statue. Du siehst schon, dass wir genau davor stehen, ne? Bernderoni. Hallo? Das funktioniert so nicht. Hallo? Was ist da schon wieder los? Das Nicht-Wissen, was man machen muss. Hier können wir nichts tun. Glyphen. Ich sehe es nicht. Zeichen, ich müsste näher ran. Kann ich noch rumreisen? Nee. Ich müsste näher ran. Regnet es eigentlich in Vulkanen? Besser wäre es, sonst habe ich ihn als Problem. Ja, okay. Also wir müssen es regnen lassen.
Ich bin ein Brot und das ist Mistzu? Warte mal. Warum nicht? Es ist nie zu spät, sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Da war doch noch das mit dem Dancing with Wolkenbruch. Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut. Rote Farbe tut es auch. Eine Obsidianplatte, eine Voodoo-Maske, eine Rasse. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut. Alternativ roter Farbe. Auf die Danach ja? zieht man sich die Voodoo-Maske auf und entwicht. Okay. Das Hops, das, ja, das haben wir nach Klimazone wir wünschen. Ja, ich erinnere mich. Okay, das heißt, wir müssen hier hinlaufen. Und hier können wir schon mal Sachen machen. Hoffe ich. Dann male ich hier mal die in Polovien gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenwachen drauf. Gute Idee. So. Klingt fast wie eine Voodoo-Rasse. Yeah. Dann schauen wir mal. Nice. Oh, es funktioniert. Yes. Und plötzlich fallen sie runter. Das finde ich super. Super, mega, chilly, scharf. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Was wollen wir denn mal sehen? Hallo? Psst, seid doch leiser. Sonst lenken wir noch die Aufmerksamkeit auf uns. Daddy! Hallo, Bernd! Ja, ja, ich hab euch auch. Egal. Aber jetzt müssen wir noch diesen irren Lama-Fritz aufhalten. Vielleicht sollte ich eine persönliche Rede halten. Warum bin ich gerade so emotional? Tja, man hört ihn kaum, ne? Tut mir wahnsinnig leid. Oh, heiß. Ah, lieber Spieler, hättest du nicht noch etwas warten können? Nein. Wir wollen jetzt hier ran und Sachen machen. Eine Art Tür. Auch wenn sie wie ein Tresor aussieht. Scheinbar fliegt sie in die Lama-Statue hinein. Und da ist auch ein Zeichen drauf. Wie sieht denn das aus? Stimmt. Sieht ein bisschen aus wie Wasser. Wie ironisch. In einem Vulkan. Okay, und jetzt können wir hier auch Sachen sehen, oder? Ich hab's geahnt. Ah, siehst du? Weil ich hier auf Wasser gedrückt habe, geht das Ding jetzt auf. Was haben wir jetzt da drin? Ein Mechanismus. Okay, und jetzt können wir mit dem Holzstock da rein. Und wo sind meine Freunde? Warte mal. Geht das jetzt hier auf? Eine Art Tür, auch wenn sie wie ein Tresor scheint. Und da ist er. Okay. Ein Mechanismus. Kann ich da jetzt irgendwie... Ah ja! Es funktioniert! Yes! Oh mein Gott! Kann ich jetzt da rein? Oh, 3D! Höret! Ruhe! Mist, es ist zu laut und tut dir den Ohren weh. Was? Eine Lama-Statue. Es ist zu laut und tut in den Ohren weh. Und was sollen wir das jetzt sagen? Hallo? Raute, Regen, Stern, Stern, kleiner als 3,20 Euro. Leute? Eine Lama-Statue. Ja, das habe ich verstanden. Wie? Was mache ich denn jetzt? Oh, ich bin echt sauer. Ich bin echt sauer. Wenn ich jetzt Raute drücke, passiert auch nichts. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Jetzt. Leute, es muss doch hier irgendeinen Tipp geben, was jetzt hier zu tun ist. Ich kann da gar nichts machen. Hallo. Hier ist auch nichts. Ups. Spiel minimiert. Buch. Mist, wenn wir ein Happy End haben wollen, muss ich jetzt durch den Werder überzeugen, das wäre nicht so oft.
Ob sie mein Brot mit so kurzen Armen hat, als wenn er was reales überzeugt hat, kann er in Zweifel irgendwie was nachgedrückt hat, aber wie? Ja, ich bin doch jetzt in dem scheiß Lama-Ding. Eine Lama. Eine Lama. Eine Lama. Eine. Leute, es gibt einfach keine Interaktionsmöglichkeiten gerade. Sauer, Wut. Wut, Sauer des Todes. WASD, Pfeile. Ich meine, Raute, was heißt denn Raute? Raute, Regen, Stern, Stern. Eine Lama-Statue. Boah. Ich kann nichts drücken, ich kann nichts auswählen, ich kann nichts machen. Wie oft ich mich schon aufgeregt habe hier in diesem Spiel! Oh. Okay, ich guck mal wieder nach, ob irgendwas gebuggt ist und nach dem Schnitt. Ist es mir auch wieder peinlich, dass ich Sachen einfach nicht mal mit ein bisschen Geduld durchdenken kann, ne? Obwohl, es ist schon ziemlich schwierig und ich war schon so ein bisschen aber in die richtige Richtung denken, denn man muss einfach nur hier sowas machen, Einstellungen. Und hier kann man die Band plötzlich runterdrehen. Höret, Ruhe, viel habe ich, das liebevolle Lama, vernommen von dem, was passiert ist. Und es macht mich, vernommen, was passiert ist und es macht mich wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, hat das liebevolle Lama Freunde? Nochmal. Höret! Viel habe ich. Okay, also wütend, Ärger, wütend? Denn ich will... Ohne Liebe. Nicht das auch noch. Nochmal. Höret! Hä? Viel habe ich. Und es macht mich wütend? Wütend, denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Bewunderung, Traum, Spaß? Freude, weil überall Kampflamas rumstehen. Nein, ich habe einen anderen, Traum, dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften und Traditionen des anderen, bewundern. Denn nur, wenn wir unseren, wenn wir unseren was? Nein, jetzt muss ich so unseren Ärger... Streit? Ja. Begraben und uns die, Hände reichen, werden wir in dieser Welt, Freunde werden wir haben. Aber das, meine ich gerade nicht. Oh nein. Nochmal. Hör, viel habe ich. Es macht mich wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Freude? Freude, weil überall Kampflamas rumstehen. Nein. Einen anderen Traum? Traum? Dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass... Bewundern? Oh, was kommt danach? Scheiße! Was hat er gerade zuletzt gesagt? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Auf, Streit? Ah, ja. Begraben und uns die, Hände reichen? Hände reichen, werden wir in dieser Welt, Freunde war falsch, ne? viel habe ich. Wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne... weil überall Kampflamas rumstehen. Nein. Traum, dass wir unsere Gegensätze über... Des anderen bewundern. Denn nur, wenn wir unseren Das irgendwie Ärger, ne? Streit, okay, Streit begraben und uns und die, Hände reichen. Hände reichen, werden wir in dieser Welt Spaß haben. Auch wenn meine Arme zu kurz sind. Wir können doch als, Freunde mehr erreichen als allein. Naja, das kommt immer auf die Freunde an. Die Lamas und die Yaks müssen, Zusammen...
Lieb. Was denn jetzt? Die Lamas, die Yaks müssen zusammen. Sich vertragen. Oh. Damit wir zu einer Welt werden, die. Liebenswert ist und ruhig. Ach so. Wenn ihr das nicht macht, gibt's. Ärger. Los, geht's. Oh. Wir hatten ja keine Ahnung. Das Lama hat recht. Peace, Love, Yak-Joghurt. Das Lama hat gesprochen. Wir waren auf dem falschen Weg. Wir müssen den Yaks die Hände reichen. Bambi, du hast es geschafft. Ich weiß nicht mal wie. Guter Plan, sie mit Worten zum Frieden zu bewegen. Schade, ich hätte für Plan B sonst einen kleinen Zerstrahler aus den hier herumliegenden Teilen briegeln können. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Busch, hör auf. Auf eine gute Zusammenarbeit. Yak-Lama-Produkte für alle. Und so trat das Yak-Lama-Joint-Venture dem Siegeszug über den Globus an. Mittlerweile sind sie die weltweit führende Marke in Kleidung, Nahrung und Hygieneartikeln. Und Yak-Lama kann noch so viel mehr. Chili scharf, dass die jetzt Freunde sind. Dank uns, den Unmöglichen. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Welt ist um ein paar Feinde ärmer und dafür um einen Großkonzern reicher. Respekt, sag ich mal. Die Produkte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Prost. Genau. Na, Berndi, schmeckt deine Yak-Lama-Joghurt-Mehlsuppe? Ja, nach Huf und Haaren. Ja, meine Yak-Lama-Cola auch. Meine auch, mit einer leicht öligen Torfnote. Blöch. Naja, das ist der Preis, den man für den Weltfrieden zahlen muss. Genau. Außerdem ist es langweilig, hier rumzusitzen. Denkt ihr, was ich denke? Dass Yak-Lama-Wollmischgewebe doppelt so viel kratzt und nach alter Salami riecht? Nein, dass in einer Yak-Lama-Welt die Unmöglichen immer noch gebraucht werden. Die Unmöglichen ziehen wieder los! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Mist! Holy moly! Das war krass. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Stimme von Band. Wir brauchen die Stimme vom Bettler. Tommy Krapfeis? What? Das war Tommy Krapfeis höchstpersönlich? Ich krieg die Tür nicht zu. Fetten Props, Leute. Fetten Props von mir an Tommy. Lustiges Spiel eigentlich. Bisschen, ja... An manchen Stellen für mich frustrierend. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier und da mal, wenn ich überhaupt nicht mehr weitergekommen bin, auch mal nachgeguckt habe. Weil keiner will eine ganze Folge sehen, wo ich einfach nur suche und nicht finde. We don't like. Und das meiste habe ich nun wirklich auch durchaus selber rausgefunden. Also ich finde das schon eigentlich... Also das waren mindestens 90%, die ich da selber rausgefunden habe. Das macht mich selber fast ein bisschen stolz. Naja, geht so. Lustiges Spiel, abgefahrenes Spiel. Hauptsächlich so ein bisschen Nostalgie da mit drin, ne? Hat mir Spaß gemacht. War mal so ein lockeres Ding für zwischendurch, ne? Vielen Dank, Deep Silver. Vielen Dank an Koch Media nochmal für das Exemplar in dieser lustigen Brotdose. I like that shit. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. So ein kleines erfrischendes Adventure mal zwischendurch. Kann man ja mal spielen. Ja, Credits lassen wir noch durchlaufen. Leute, Tschüss wollte ich sagen, ne? Tschüss wollte ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, warte mal, jetzt kommt bestimmt noch irgendein, warte. Okay, doch nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin schon sehr gespannt, was als nächstes kommt. Das war euer Fischkopf. Bis dann und Tschüss. Ja, ich bin fertig.